Wipe your eyes, you can't let them see a thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und somit herzlich willkommen zu einer neuen VDSCS Reaction. Und ich reagiere heute auf ein Lied oder beziehungsweise auf ein Video, wo ich auch schon einen Kommentar zu bekommen habe tatsächlich zu dem Lied. Und zwar ist es Dustin Pariser Junge. Da bin ich auch mal sehr gespannt, weil den Song kenne ich tatsächlich nicht. Ja, ich bin einfach gespannt. Kam vor 2 Jahren raus. Und ja, 317.000 die Aufrufe, stabil. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein, ohne lange zu labern. Gib ihn. Und sie haben mir gesagt, ich soll aufhören. Sie haben mir gesagt, ich werde nie etwas erreichen. Aber sie vergessen eine Sache. Ich bin das Ding. Ihr seht mich in meinem eigenen Kreislauf. Kreislauf. Ihr legt mir Steine in den Weg, doch ich scheiß drauf. Scheiß drauf. Das ist meine Welt und ich geb nicht auf. Und auch wenn der Junge fällt, ich nimm es in Kauf. Ich nimm es in Kauf. Das ist Gänsehaut, wenn ich diese Lieder pumpe. Ich hab's ihm versprochen, ich bleib der Pariser Junge. Ich check ein, Flug geht Richtung London, England. Ich bin keiner von den Jungs, die ständig ihre Zeit verplempern. Bei Insta gibt es Ärger, ihr macht Welle digital. Sie kommt gar nicht mehr drauf klar, nicht klar auf meinen schnellen Start. VDSCS, fand ich ist ne krasse Sache. Aber hätte nicht gedacht, dass ich das Ganze selbst mal mache. Und ich nahm mein Video und schickte es per Internet. Kurz danach der Typ, der Mädchen, wie du in seinem Zimmer rappt. Kurz danach der Videodreh, das alles war noch neu für mich. Lena, Laura auch dabei, meine Schwestern freuten sich. 40.000 Klicks waren das in 24 Stunden. Auf einmal hatte ich echt meine Wirklichkeit gefunden. Dann ging's nach Paris und ich danke meiner Mutter. In der Zeit hab ich gelernt, es gibt wirklich Wunder. Ich war in der Gruppenhierarchie der letzte Nummer 4. Aber was ist nun passiert? Außer mir ist keiner hier. Also ich bin mir nicht sicher, was ich sagen soll. Ja. Beat ist. Ja, Beat ist halt, ne? Gut, 2021, ne? Das war halt so. Das war halt so gefühlt die Zeit, wo Deutschland so ein bisschen den Bach untergeht. Leider. Ja, leider. Und ja, man hört es auch raus, auch in dem Song leider, dass das halt auch wieder so ein Beat ist, den man hauptsächlich so 2020, 2019 verwendet hat in Deutschrap. Weil leider 2021 ging so ein bisschen Deutschrap den Bach runter. Leider, wie gesagt, leider. Es kam 2021 keine geilen Deutschrap-Lieder. Was schade ist für diese komplette Rap-Szene. Ja, es ist eigentlich traurig. Aber, ja, egal. Reden wir nicht über 2021. Aber für die Zeit ist das auf jeden Fall ein guter Song. So. Es ist jetzt kein Song, wo ich sage, dass ich mir den öfter anhöre. So, das kann ich gleich vorweg sagen. Ja, es ist einfach nicht mein Type. So, es ist einfach nicht mein Beat-Type. Und vor allen Dingen textlich ist das auch nicht so mein Type. Klar, aufwendig ist es. Man merkt, dass er da Spaß dran hatte. Ja, wobei er hatte, ne? Der Song ist ja schon 2 Jahre alt. Ja. Wie gesagt, es ist jetzt kein Song, den ich mir jetzt zum Ende 2023 nochmal anhören würde. Ja. Es ist halt schwer, das zu sagen, so, weil ich möchte jetzt hier auch
nichts irgendwie schlecht reden oder so und schon gar nicht die Arbeit dahinter. Die möchte ich auf gar keinen Fall schlecht reden und so. Aber Reactions sind ja dafür da, um eben auch die eigene Meinung zu sagen, um eben auch sein Senf, Mayonnaise, Ketchup, je nachdem, ne, dazu zu geben zu eben dem Ganzen hier. Das ist ja auch der Grund, warum ich das mache, ne? Das ist ja auch der Grund, warum ich angefangen habe mit Reactions, weil ich selber zu den Songs, auf die ich reacte, auf die Videos, auf die ich reacte, selber meine Meinung noch sagen möchte. So, ich würde das ja nicht machen, wenn ich sage, ja, Song war gut, 10 von 10, textlich war gut, Beat war gut, obwohl es gar nicht so mein Type ist. Deswegen. Das vergessen viele Leute immer. Ja. Deswegen. Aber ja, es ist jetzt für mich kein Song, den ich mir nochmal anhören werde. Es tut mir auch offen und ehrlich leid. Es ist schon ein guter Song, ja, aber es ist einfach nicht mein Type. Hätte ich in 2021 gehört, hätte ich den Song 2021 schon gehört, hätte ich gesagt, okay, man kann sich den nochmal geben und so. Aber ja, zu dieser Zeit tatsächlich, zur jetzigen Zeit tatsächlich eher weniger. Aber das ist meine Meinung. Es ist halt meine Meinung, ne? Aber egal, noch haben wir ja noch ein bisschen was zum Song vor uns, deswegen weiter geht's. Aber ich, ja, scheiße. Sieht mich in meinem eigenen Kreislauf. Ich muss auch sagen, der Song ist an sich ja ganz gut gemacht. So, das Video ist auch sehr, sehr strong. Textlich auch an sich sehr, sehr strong. Aber es ist halt wirklich kein Song, den ich mir nochmal geben werde. Tut mir auch offen und ehrlich leid. So, es gibt viele Songs von VDSES, also die ich bis jetzt gehört habe, wo ich auch tatsächlich schon nach zwei, drei Mal hören gesagt habe, ja, nee, den höre ich mir nicht an. Aber es gibt auch Songs, wo ich sagen muss, die sind waren am Anfang für mich ein bisschen, ja, low type auf jeden Fall, so in die low Richtung, wo low ist bei mir immer so, höre ich mir nicht an, aber halt so dann in die high Richtung hochgegangen, so, ne, dass ich mir die halt auch immer wieder öfter angehört habe. Jetzt hier zum Beispiel Blutsauger von Arthur, das habe ich mir jetzt so oft schon wieder angehört, ey, aber das Lied war auch einfach geisteskrank geil. Aber ja, keine Ahnung. Ihr legt mir Steine in den Weg, doch ich scheiß drauf. Scheiß drauf. Das ist meine Welt und ich geb nicht auf. Und auch wenn der Junge fällt, ich nehm es in Kauf. Ich nehm es in Kauf. Das ist Gänsehaut, wenn ich diese Lieder pumpe. Ich hab's dem versprochen, ich werd der Pariser Junge. Künstler kommen, Künstler gehen, ganz oben steht Loyalität. Und weil ich loyal bin, hab ich alle anderen überlebt. Ich brauch keinen Rap-Partner, ich brauch keinen Backup. Hinter mir stehen 1000 Army-Member, wenn ihr Stress macht. Video drehen Spanien, der war nicht für mich geplant. Doch ich hab die Chance ergriffen, als sie vor die Nase kam. Was ein Glück, dass Mama Tim von Anfang an vertraut hat. Denn Tim war der, der von Anfang an mich geglaubt hat. Hinter den Kulissen, Leute, ja, da gibt es auch mal Stress. Doch wir leben nur für eine Sache, VDSIS. Und sie wollen wissen, ob ich Streit mit manchen Leuten hab. Ich sag mal so, dass ich bei manchen wirklich auf die Freundschaft kack. Ich steig in den Tourbus und die Action beginnt. Ich bin Fame, das ist der Grund, warum sie nett zu mir sind. Von Stadt zu Stadt, von Land zu Land, das denn international. Ich wusste immer, ich kann schaffen. Schau mich an, ich bin ein Star. Ihr seht mich in meinem eigenen Kreislauf. Kreislauf. Ihr legt mir Steine in den Weg, doch ich scheiß drauf. Scheiß das ist drauf. Meine Welt und ich geb nicht auf. Und auch wenn der Junge fällt, ich nehm es in Kauf. Ich nehm es in Kauf. Das ist Gänsehaut, wenn ich diese Lieder pumpe. Ich hab's ihm versprochen, ich werd der Pariser Junge. Ja, wie gesagt, an sich ein gutes Lied. So, gar nichts zu
gar nichts gegen zu sagen auch. Aber also man kann nicht sagen, dass es schlecht ist. Man kann nicht sagen, dass es schlecht ist, aber es ist halt nicht meins. Es ist halt nicht mein so halt das, was ich so oder was ich gerne höre oder was ich öfter höre. Es ist halt leider, ja, weiß ich nicht. Es ist halt eher so in die Richtung. Es ist halt eher so wie. Ich finde halt keinen guten Vergleich gerade. Aber auf jeden Fall, das ist halt eher so. Es geht halt, wenn dann so in die Richtung von diesen ganzen Tracks, die ich hauptsächlich so wirklich so 21 gehört habe. Aber ja, es geht halt nicht in die Richtung, wo ich sage, das höre ich öfter. I'm sorry, but it is what it is. Ne? Muss man dazu sagen. Naja, egal. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da. Schaut in die Videobeschreibung, da ist das Lied so wie VDSES verlinkt. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. It's hard, it's cold.